Der Schneller ist der Geschwinder. Jährlich bleiben rund 10% der Lehrstellen unbesetzt. Als Jugendlicher hat man eine grosse Auswahl an Lehrbetrieben. Wie sollte als Lehrbetrieb mein Bewerbungsprozess aussehen, damit ich keinen interessierten Jugendlichen verliere? Das erfahrt ihr heute von Michael Jakobsen. Ich bin Marc Purtschert und das ist die 8. Folge von Inside Berufsbildung. Hoi Michael, schön bist du da. Hoi Marc, danke für die Einladung. Ja, Michael, wer bist du und was machst du in deinem Alltag genau für Berufsbildung? Ja, ich bin der Michael Jakobsen und seit 12 Jahren kenne ich Justi und seit 10 Jahren am Stück arbeite ich in verschiedenen Positionen bei Justi und unterstütze so die Unternehmen, den passenden Lernenden finden. Sehr gut. Ja, um die passenden Lernenden geht es auch heute. Wir wollen uns aber ein bisschen fokussieren auf den Bewerbungsprozess. Das ist ja sehr wichtig, auch bei der Lehrstellenrekrutierung. Um den ganzen Prozess auch besser zu verstehen, muss man sicher in erster Linie die Jugendlichen auch gut verstehen. Was wir bereits wissen, die Jugendlichen sind sehr viel online, 4 bis 5 Stunden täglich. Und die Welt der Jugendlichen ist sehr schnelllebig. Also wir denken da Chats wie WhatsApp, wir denken da Tools wie TikTok oder auch das ganze Online-Shopping, wo die Jugendlichen viel Zeit verbringen. Und gleichzeitig haben wir schweizweit rund 10% von allen Lehrstellen, die unbesetzt bleiben jedes Jahr. Jetzt mal die Frage an dich, Michael, wieso ist das überhaupt so, dass wir so viele unbesetzte Lehrstellen haben? Also ich glaube, es gibt sicher mehrere Faktoren. Aber wenn wir heute ja über den Bewerbungsprozess reden, würde ich sagen, ist ein wichtiges Wort das Mismatching. Das heisst, viele Jugendliche oder die meisten Jugendlichen bewerben sich auf wenige Berufe und andere Berufe haben wenig Bekanntheit und dadurch auch weniger Bewerberinnen. Das heisst, es würde aber genug Berufe geben schlussendlich. Die Jugendlichen sind einfach zu wenig informiert über viele Berufe. Ja, es gibt x Berufe, oder? Das ist ja das Coole an unserer dualen Berufsbildung, dass ich in jede Richtung kann etwas lernen kann. Aber ja, gewisse Berufe sind sehr unbekannt und andere haben auch ein schlechtes Image. Würdest du sagen, es gibt viele Jugendliche, die sich auf einen bestimmten Beruf versteifen oder bewerben sich die Jugendlichen einfach querbeet mal? Also wir sehen das auch bei Justi, dass Jugendliche sehr viel auf den gleichen Beruf bewerben. Und dort kommt vielleicht auch der Bewerbungsprozess, von dem wir heute darüber reden, zum Spielen, dass ich oft den Standardabsag bekomme und sage, es ist ein passenderer Kandidat oder passendere Kandidatin gefunden worden und eigentlich kein ehrliches Feedback an die Jugendlichen zurückgegeben wird von den Unternehmen. Du hast gesagt, die Jugendlichen bewerben sich viel auf den gleichen Beruf. Was haben Sie denn für einen Bezug zu den Firmen? Da gibt es ja in gewissen Branchen ganz viele verschiedene, vielleicht sogar in der gleichen Region. Also das ganze Employer Branding ist bei Jugendlichen noch nicht so wichtig, weil ich habe den Standort, wo ich wohne, ich kann nicht durch die ganze Schweiz reisen, um irgendwo zu arbeiten. Deshalb ist die Firma sekundär. Zuerst kommt der Lehrberuf und der Standort, bevor die Firma wichtig wird. Und das ist auch eine Chance für vielleicht ein bisschen unbekanntere Unternehmen, dort passende Kandidatinnen zu finden. Also du würdest sagen, der Jugendliche fokussiert sich nicht voll auf eine Firma und will unbedingt zu der, sondern hat wie auch andere Möglichkeiten. Ja genau, ob gute Pensionskassen gezahlt werden oder nicht, das interessiert mich mit 14 noch nicht. Ich kenne sogar Leute, was mit 30 nicht interessiert, aber ja, mit 14 sicher nicht. Weißt du denn, wie viele Bewerbungen Jugendliche durchschnittlich verschickt? Wir haben die Zahlen einfach bei uns und die sind bei ca. 8 pro Jugendlichen. Also man muss sich vorstellen, 8 sind nicht so viel. Aber wenn man sich vorstellt, dass jeder Jugendliche 7-mal einen Absag bekommt, dann ist das schon recht viel. Gut, wir wollen heute ein bisschen genauer darauf eingehen, wie denn die Jugendlichen einen Absag bekommen. Aber zuerst generell ein bisschen. Das Thema, das ich möchte aufgreifen möchte, ist so ein bisschen Geschwindigkeit im Rekrutierungsprozess. Ich habe anfangs auch gesagt, die Welt ist sehr schnelllebig von den Jugendlichen. Alles, was sie machen im Alltag. Können die Jugendlichen diese Schnelllebigkeit auch erwarten im Rekrutierungsprozess? Ja, sie erwartet sicher, würde ich sagen, weil man sich das gewöhnt, oder? Man sieht gerade, hat das gelesen, hat das nicht gelesen im WhatsApp. Man ist 24/7 online oder kann online sein. Man ist sich gewöhnt, ob sie es können erwarten, das kommt darauf an. Aber man hat heutzutage ein System, das einem schnell eine Empfangsbestätigung auslösen. Und deshalb würde ich die Firmen schon auch animieren, schnell antworten und ein bisschen mit dem Game von dieser Schnelllebigkeit mitspielen versuchen. Du hast jetzt gesagt, durchschnittlich sind es 8 Bewerbungen. Jetzt sage ich, verschicke ich gerade 5-6 Bewerbungen am Stück. Wie schnell würdest du jetzt einer Firma empfehlen, da eine Antwort rauszugeben?
Empfangsbestätigung geht innerhalb von Sekunden. Also dass jedes anständige Tool kann das, auch ein Posteingang kann das. Und deshalb würde ich sagen, Empfangsbestätigung, das ankommen ist sehr wichtig. Und gerade dort, in der ersten Nachricht, kann man sich auch schon hervorheben als Unternehmen. Also wie würdest du dich hervorheben? Ja, wenn es gerade personalisiert antwortet in der Empfangsbestätigung, also nicht sehr geehrte Damen und Herren, und dann mit klaren Daten arbeiten, also nicht du gehörst zwischen 7 und 14 Tagen, sondern wir melden uns in 7 Tagen wieder. Und dann auch sehe ich oft, wir melden uns, bis wir genügend Bewerbungen haben. Und ich bringe dort immer das gleiche Beispiel. Stell dir vor, Galaxus wird schreiben, danke für deine Bestellung. Wir schicken es, wenn der Lastwagen voll ist. Dann wird niemand mehr bei Galaxus bestellen. Denn deshalb, dort kann man sich auch an dem orientieren, dass man schneller reagiert und nicht wartet, bis der Lastwagen voll ist. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Realität schauen, es gibt sicher Firmen, die haben sehr viel Bewerbung und brauchen vielleicht auch ein bisschen Zeit. Und ich denke, als Kleinbetrieb haben wir vielleicht auch nicht so viele Ressourcen, um die Bewerbung sofort zu bearbeiten. Also du sagst eigentlich das erste Feedback mal sehr schnell. Und wenn das Feedback gegeben ist, bis wann wird wieder Jugendliche, würdest du sagen, ein zweites Feedback oder eine nächste Info? Ich glaube, dort hat der Jugendliche nicht unbedingt so einen Stress. Es ist natürlich so, wenn ein anderes Unternehmen viel schneller ist als ich. Also wenn ich jetzt sage, ich gebe dir das nächste Feedback in einem Monat und eine andere Firma in einer Woche, dann bin ich halt zu langsam. Und du hast vorher gesagt, der schneller ist ja geschwinder. Aber ich glaube, wenn am Anfang mal eine Grundinformation kommt, hey, das ist angekommen, wir prüfen es, dann ist gut. Und dann muss schon der interne Prozess halt, muss man anschauen. Ich sage trotzdem, sind schnell, weil man muss die Bewerbung so oder so anschauen. Es spielt doch nicht eine Rolle, ob ich es heute mache oder in 2 Wochen. Was ist, wenn ich jetzt, vielleicht bin ich in der Ferien, mein Stellvertreter, meine Stellvertreterin auch, ich kann erst Ende Woche Feedback geben. Ist jetzt das schlimm oder ist jetzt die Chance weniger gross, dass die Jugendliche auch Interesse hat bei mir? Ich sage wieder, wenn die Empfangsbestätigung mal rausgeht, automatisiert, wenn man das einstellt, irgendwie über den Posteingang oder über das Tool, das man benutzt, dann kann man auch 2 Wochen warten. Und das kann man ja vor der Ferien einstellen und sagen, danke für die Bewerbung, ich bin in der Ferie, ich melde mich nach meiner Ferie. Und man weiß ja, wenn man von der Ferie zurückkommt. Und das ist nicht schlimm, aus meiner Sicht. Und vielleicht nochmal, wieso ist das so wichtig, die Schnellreaktion? Du hast jetzt auch ein paar Beispiele aus dem Alltag genannt. Wenn ich jetzt nochmal auf die 8 Bewerbungen zurückgehe, das machen das vielleicht 4 Firmen machen das, 4 machen das eher weniger schnell, vielleicht die erste Woche nachher. Würdest du sagen, die Jugendlichen würden sich am Schluss eher für die anderen entscheiden? Oder kommt es überhaupt darauf an? Da die Jugendliche halt auch keine Firmenaffinität hat, das haben wir vorher kurz erwähnt, ist wirklich Zeit ist King. Und wenn ich schnell bin, dann bin ich in dem Fall der King und man entscheidet sich für die Firma von am schnellsten ist es sicher mal schnuppern und es gibt mir einen Vorsprung gegenüber meinen Mitbewerberinnen. Gut, du sagst ein Vorsprung. Ich glaube, einen Vorsprung kann man sicher auch durch eine zielgerichtete Kommunikation bewirken. Also jetzt ganz allgemein auch, ich denke auch im Rekrutierungsprozess. Ich möchte aber ein bisschen mehr darauf eingehen, in welcher Sprache sollte man mit den Jugendlichen kommunizieren? Du hast jetzt vorher schon 1-2 Sachen gesagt, was in einer Mail sollte stehen. Was findest du wichtig im ganzen Bewerbungsprozess? Mit welcher Sprache sollte man die Jugendlichen abholen? Also sicher authentisch. Also wenn ich jetzt schreibe, hey, Junge oder so, und nachher bin ich voll, ich sage mal sehr formeller Unternehmer, dann passt das nicht. Also ich finde, so wie man sonst kommuniziert, sollte man kommunizieren. Und wenn das per se ist, ist es per se. Und wenn man per du ist, per du. Und wenn man sehr jung ist, ist es sehr jung. Dann kann man schreiben vielleicht, hey, irgendwie Kollege oder was auch immer man schreiben möchte. Das ist ja der Firma über da. Aber sind authentisch und kennen eure Zielgruppe. Weil vielleicht der Maurer möchte anders angeschrieben werden als der Informatiker oder die Informatikerin. Und okay, du sagst jetzt auch authentisch. Das heisst, du wirst jetzt auch nicht zwingend einem Jugendlichen, also im Lebenslauf hat man ja eine Telefonnummer, du wirst jetzt nicht zwingend einem Jugendlichen nachher auf WhatsApp zurückschreiben und sagen, hey, also komm doch schnuppern dann und dann. Es ist dann doch too much, oder wie? Ich höre schon immer mit oder immer wieder, dass Firmen sagen, die Jugendlichen antworten nicht so schnell auf eine E-Mail. Weil E-Mail ist kein gängiges Kommunikationstool für die Jugendlichen, das muss man auch sehen. Das ist Social Media und WhatsApp. Und wenn man sagt, ich möchte eine schnelle Antwort haben, weil ich möchte, dann kann man vielleicht das mit WhatsApp probieren. Ein WhatsApp-Chat oder was auch immer denn möglich ist, um zu kommunizieren. Vielleicht kann man auch über die eigene Instagram-Seite auf Instagram schreiben, wenn es eine Jugendliche Jacke hat. Da würde ich sagen, sind auch offen für neue Ideen. Ich selber habe jetzt mit Instagram noch nie versucht, habe aber auch schon Kandidaten auf WhatsApp geschrieben. Und das hat sich jetzt niemand gestört. Du hast vorher angesprochen, die Jugendlichen
eben müssen schnelles Feedback haben, sie müssen wie auch wissen, wo sie stehen. Wieso würdest du sagen, ist das so wichtig? Schlussendlich ist ja der Ball bei der Firma. Für die Jugendlichen ist es natürlich auch eine neue Situation, sie müssen sich bewerben. Aber wieso ist die Transparenz, wieso ist die so wichtig? Ich glaube, da gibt es zwei Gründe. Also der erste ist der Druck. Ich habe Druck von meinen Eltern, von meinen Lehrpersonen, dass ich eine Lehrstelle finden muss. Irgendwann ist die Schulzeit fertig, dann bin ich auf der Straße sozusagen. Viele Kollegen haben vielleicht schon eine Lehrstelle. Das ist sicher etwas. Und das Zweite ist, eben, ich bin mir sehr gewöhnt, wenn ich online bestelle, dann weiß ich genau, ich sehe immer, wo mein Paket ist. Es ist am Zoll, es ist verpackt worden und so weiter. Und dort empfehle ich den Firmen, zeigen die transparent auf, zeigen jeden Schritt, den ihr in eurem Bewerbungsprozess habt, auf. Und das schafft Transparenz und ich weiß immer, wo ich stehe. Und das kann ich dann auch wieder meinen Eltern zeigen und sagen, hey, schau, ich bin im dritten vom sechsten Schritt. Dann ist das für die Eltern gut. Also du sprichst die Eltern an. Also da geht es, ich will nicht sagen um Rechenschaft, aber es geht gleich darum, dass die Eltern auch sehr nahe bei den Jugendlichen sind. Und man sie so wie auch ein Stück weit kann beruhigen in dem Sinn. Ich hoffe, dass die Eltern sich interessieren, was ihr Kind macht und dass sie nahe dran sind. Und wir merken das auch, dass Eltern Einfluss haben, auch Lehrpersonen. Und deshalb glaube ich, als Firma kann man dort die Kandidatinnen oder Kandidaten, die sich bei mir beworben haben, unterstützen, indem ich eine sehr transparente Information ihnen gebe. Also kann man auch davon ausgehen, die Eltern lesen eigentlich die E-Mails mit und machen sich aus dem aus vielleicht auch wieder ein Bild, wie die Firma oder was die Firma für eine Kultur hat als Beispiel. Ja, das habe ich auch schon gehört, dass man extra E-Mail-Adressen gemacht hat mit Vor-Punkt-Nachname, weil es seriöser wirkt und die Eltern auch dort einen Zugang haben, um sich zu bewerben. Das heisst, man kann mit dem von dem schon nicht unbedingt ausgehen, aber es gibt es sicher auch. Gut, wenn wir jetzt so ein bisschen Eltern und über Jugendliche reden, dann sind das wie auch so ein bisschen zwei verschiedene Welten oder zwei verschiedene Generationen. Generell ist es so, dass die Jugendlichen eigentlich jetzt das erste Mal so ein bisschen richtig in die Erwachsenenwelt kommen, eigentlich in die Berufswelt. Und du hast jetzt eigentlich gesagt, die Firmen müssen oder sollen auch authentisch bleiben. Gleich aber müssen sie sich auch dem Jugendlichen ein bisschen anpassen und der ganzen Geschwindigkeit als Beispiel. Wieso müssen sich nicht die Jugendlichen auch mehr den Firmen anpassen? Weil schlussendlich kommen sie eigentlich in die Welt der Firmen sozusagen. Man sieht, die Lehrstellen bleiben offen. Und das heisst, die Firmen wollen auf eine Art etwas in Anführungszeichen verkaufen. Und wenn du das verkaufen möchtest, dann würde ich sagen, dann musst du dich ein bisschen anpassen an deiner Zielgruppe, an deinem Käufer, deiner Käuferin. Das ist das Erste. Und die Jugendlichen passen sich an. Also ein PDF erstellen ist nicht ihr Hobby. Und ein Bewerbungsschreiben auch. Also sie passen sich an. Und deshalb kann man sich auch ein bisschen entgegenkommen sagen. Und am Schluss ist es ja kein Streit, sondern man möchte sich ja finden. Man möchte ein Match machen. Und in einem Match müssen wir beide einen Schritt entgegengehen. Und um den Match auch erreichen, ich denke, da gibt es ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Es gibt Firmen, die grösser sind, die spezialisierte Personen haben, die da sehr viel Zeit investieren können. Andere Berufsbildner machen das eigentlich nebenbei, die ganze Rekrutierung. Kann man jetzt vom Kleinbetrieb und vom Grossbetrieb das Gleiche auch erwarten oder verhalten die sich aus deiner Erfahrung unterschiedlich im Alltag effektiv? Also wir sehen sicher Unterschiede, vor allem auch viele Grossunternehmen benutzen Tools, die nicht speziell für die Rekrutierung von Lernenden gemacht ist, sondern für alle Bewerbungen, die reinkommen gemacht ist. Und dort sieht man einen grossen Unterschied. Und die Tools sind nicht immer oder meistens aus meiner Erfahrung nicht besonders freundlich für die Jugendlichen. Weil es wird zum Beispiel Arbeitszeugnis verlangt und ich habe ja kein Arbeitszeugnis. Klar kann man dann sagen, oh, Arbeitszeugnis, Schulzeugnis, gleiche, aber trotzdem gibt es so komplizierte Fragen. Und bei den Kleinbetrieben haben wir, was du schon erwähnt hast, Personen, die nicht zu 100% Berufsbildnerinnen sind. Und dort kann man vielleicht sagen, eben ein bisschen länger brauchen mit Antwort. Also das sind so die Unterschiede, wo ich jetzt so auf die Schnelle sehe. Wir sind ja auch ein Kleinbetrieb. Wir versuchen es halt mit Automatisierungen das zu machen und dann jemand in die Ferien geht, dass jemand anders übernimmt. Aber so ein bisschen als Fazit, egal ob Klein- oder Grossbetrieb, Geschwindigkeit und die Transparenz, die ist einfach wichtig. Also ich sehe keinen Weg, wo über Transparenz geht, weil ich meine, wir kennen das einfach überall. Überall weiss ich, ob jemand das gelesen hat, wo mein Paket ist und so weiter. Ich kann tracken, wo der Flug ist, wenn ich irgendjemanden vom Flughafen abholen möchte. Aber bei meiner Bewerbung weiss ich nicht, bei wem die ist. Und das ist irgendwie komisch. Und da würde ich allen Firmen sagen, schaffe die Transparenz. Und wenn Transparenz noch schnell ist, dann ist es super. Ich möchte nochmal auf einen anderen Punkt eingehen. Du hast am Anfang gesagt, dass einige wenige beliebte Berufe sehr viel Interesse der Jugendlichen einnehmen.
Hast du auch eine Beobachtung zu den Grössen der Firma? Kann man sagen, je grösser die Firma, die haben mehr Interesse prozentual bei den Jugendlichen? Oder kann man das nicht sagen? Du hast vor dem Match angesprochen, oder? Das sehen wir nicht so genau bei uns, dass jetzt grössere Firmen viel beliebter sind. Logischerweise haben grössere Firmen mehr Lehrstellen, du hast mehr Bewerbungen. Aber ich sage jetzt mal, wenn ein Kleinunternehmen einen Informatiker, Informatikerin ausbildet, kommt die genauso viel Bewerbung über wie ein grosses Unternehmen. Gut, ich habe noch eine letzte Frage an dich, Michael. Was ist dein persönlich grösster Wunsch für die Zukunft in der Berufsbildung? Also im Moment ist mein grösster Wunsch, dass wir Vorbilder kreieren können. Vorbilder, die eine Lehre gemacht haben. Und dass man die auch schätzt. Und vor allem gerade im handwerklichen Bereich, glaube ich, gibt es extrem viele spannende Lebensläufe, die Leute von einer Firma gegründet haben oder jetzt Berufsbildnerinnen oder Berufsbildner sind und wir die nicht kennen. Und das wäre mein grösster Wunsch, dass wir Vorbilder kreieren können, die ihre Karriere gestartet haben anhand einer Berufslehre. Du hast gesagt, dass wir das können. Und wer meinst du mit mir? Gesellschaft. Und würdest du sagen, auch jeder, gerade jetzt im handwerklichen Bereich, kann eigentlich jeder Betrieb seinen Beitrag sozusagen leisten? Ja, ich würde einfach alle, die eine Lehre gemacht haben, alle auch sonst, oder? Egal wer, aber vor allem jetzt gerade um Berufsbildung hier in unserem Podcast. Sagen, sind stolz auf was ihr, wo ihr angefangen habt und erzählen das auch. Danke für das Gespräch und danke für deinen Einsatz für die duale Berufsbildung. Merci, danke dir, Marc. Und schön, habt ihr heute zugelassen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heisst Inside Berufsbildung.